Nach 4 Siegen aus den ersten 4 Spielen war die Hoffnung auf eine Saison mitten im Aufstiegsrennen groß. Bei Fortuna Köln, was folgte, war die große Ernüchterung. Nur noch ein Sieg aus den darauffolgenden 7 Partien vor dem Gastspiel bei der Zweitvertretung der Düsseldorfer Fortuna. Der Druck beim Team von Alexander Ende groß. Die gastgebenden Düsseldorfer in Weiß. Nach guten 10 Minuten mit der ersten Chance extrem unübersichtliche Situation. Aber am Ende ist der Ball im Tor und die Gastgeber gehen ganz früh in Führung. Steffen Meuer drückt den Ball am Ende über die Linie, während leichte Kaktorschwingungen durchs Paul-Janis-Stadion wehen. Zweimal scheitert Meuer zunächst, dann versucht sich auch Oliver Fink noch und beim dritten Versuch bequemt sich der Ball dann doch mal über die Linie. Traumstart also für Fortuna Düsseldorf. Nächster Nackenschlag für die Gäste aus der Kölner Südstadt. Und es wurde nicht besser. Meuer legt noch einen drauf. Ja, das ist einfach die personifizierte Torgefahr, die da mit der Nummer 18 über den Rasen läuft. Meuer jetzt mit 8 Treffern aus 9 Spielen. Das ist mal eine sehr vernünftige Quote. Besonders wenn man bedenkt, dass der Mann in der vergangenen Spielzeit noch in der Oberliga Rheinland-Pfalz-Saar bei Eisbachtal gespielt hat. Die Kölner Gäste also schon nach 20 Minuten mit einem schweren Rucksack auf den Schultern. Julian Günther Schmidt. Ich wage mal zu behaupten, dass das Ding locker reingeht, wenn das Selbstvertrauen da ist. Kurz vor der Pause nochmal Freistoß Köln und Prokop mit dem Anschluss. Der Routinier steht genau richtig, auch mit mittlerweile 35 Jahren ist der Angreifer noch topfit. Tor Nummer 5 von ihm in der laufenden Saison. Die Gäste jetzt aufgewacht, drückten noch vor der Pause auf den Ausgleich. Owusu legt ab auf Mike Kegel. Schicker Strahl, aber am Ende dann doch einen Meter vorbei am Tor. Es war in Halbzeit 1 eine ausgeglichene Partie, in der die Düsseldorfer einfach mehr aus ihren Möglichkeiten machten. Fast schon erwähnenswert, dass Davor Lovren hier mal einen liegen lässt. 2-1, also die Führung zur Pause. Es läuft in dieser Saison für Düsseldorf 2. Erst eine Niederlage auf dem Konto, das beste Torverhältnis aller Mannschaften. Nicolas Michati und sein Team sind ganz, ganz schwer zu schlagen. Rein in Hälfte 2. Fortuna Köln gelang es jetzt besser, die Gastgeber hinten reinzudrängen, auch wenn die ganz großen Chancen erstmal ausblieben. Düsseldorf auf der anderen Seite mit dem ein oder anderen Umschaltmoment. Moritz Montag mit dem Versuch aus der Distanz. Und so verging die zweite Halbzeit ohne zeigenswerte Szene. 5 Minuten vor Schluss, dann aber Lobinger völlig frei auf Fink. Sehr frei, 3-1 Fortuna. Oliver Fink, so ein bisschen die Düsseldorfer Version von Roman Prokop, 38 Jahre, hat die Düsseldorfer Legende mittlerweile auf dem Kasten. Fortuna Köln hinten natürlich stark im Risiko, trotzdem ist das viel zu viel Platz für die Düsseldorfer im Strafraum. Nur wenige Momente später, Timo Hölscher packt einmal das Seziermesser auf den Tisch. Wunderbarer Pass und Prokop mit all seiner Erfahrung, mit all seiner Coolness rein ins Tor der Schnelle. Der erneute Anschluss für die Gäste. Gerade in dem Moment, in dem sich die meisten Düsseldorfer vermutlich schon auf eine entspannte Restspielzeit eingestellt hatten, schlägt Prokop erneut zu. Es wurde nochmal richtig kribbelig. Denn Prokop bekam noch eine dritte Chance, diesmal von Günther Schmidt in Szene gesetzt. Aber Mitrioschkin im Düsseldorfer Kasten verhindert das Comeback im allerletzten Moment. Danach war Feierabend. Fortuna Köln verliert erneut. Fortuna Düsseldorf mischt dagegen weiter ganz oben mit. Nicolas Michati zeigt sich dementsprechend zufrieden. Ja, ich denke, das war die erwartet sehr intensive, sehr, sehr packende Partie. Ich glaube, ein wirkliches Spitzenspiel auch. Es ging hin und her, war ein Schlagabtausch. Wir sind natürlich sehr gut ins Spiel gekommen mit dem frühen 2-0. Dann ist Fortuna bis zur Pause, waren spielbestimmt, haben viel Druck gemacht, machen das 2-1. Und zweite Halbzeit war es dann ein packendes Kampfspiel. Wir hatten ein, zwei Kontersituationen, wo wir vielleicht frühzeitig das dritte Tor machen müssen. Fortuna hat alles reingelegt. Dann machen wir das 3-1, kriegen das 3-2, sodass es bis zum Schluss für 5 Minuten Nachspielzeit wirklich ein hart umkämpftes, sehr intensives, packendes Spiel war. Und ich denke, wir haben unterm Strich nicht unverdient gewonnen. Kleiner Trost für die Kölner, schon am kommenden Mittwoch besteht die Chance zur Wiedergutmachung beim Nachholspiel gegen Alemannia Aachen.